Hallo, willkommen zurück zu LS15 mit dem Benjamin. Hallo. Ja, wir sind immer noch fleißig am Frischen. Wie viel Prozent hast du? 46. Genau. Entschuldigung, Gut. dass es im letzten Part keine Abmoderation gibt zum Aufnahmeprogramm. Morgen nämlich nur 10 Minuten und wir waren 14 Sekunden drüber. Und der Markt guckt nur 10 Minuten. Was mehr als 10 Minuten ist, da fängt er sofort an. Sie Ja. dürfen nicht länger als 10 Minuten aufnehmen. Dann müssen Sie eine Version kaufen. Ja. Da 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 da. Die Leute sind alle schwul da. Vielleicht findet ihr mal oder schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr ein Aufnahmeprogramm wisst, das kostenlos ist und länger wie 10 Minuten aufnehmen kann. Und am besten aber auch über nur einen Tastenbefehl die Aufnahme pausieren und wieder starten kann. Also deswegen habe ich Bandicam, weil das da sehr kommod ist. Aber es kann halt nur 10 Minuten. Muss ich das auch in die Kommentare schreiben, wenn ich eins habe? Ja. Weil du hast ja Windows 7. Ja, du Der könntest es mir Benjamin. sagen. Ja, Fraps funktioniert aber nur bis Windows 7. Ich weiß, aber Fraps ist ja kostenpflichtig, oder? Also ich hatte es drauf. Aber Ja. als sie haben gemerkt hat, dass es bis Windows 7 geht. Ja. Ja, muss ich später mal schauen. Ich glaube, die Idee ist schlauer. Verdammt. 95, 96%, 97%, Ich hatte vorher 98 gemacht, dass ich und voll. Oder fast ich habe voll. mein Mikrofon angehabt, aber nicht meine Kopfhörer. Ob das so praktisch war? Botti? Ja. Ich sah, ich hatte mein Mikrofon an, also eingestöpselt, Ja. aber nicht meine Kopfhörer. Ob das so praktisch war? Das wirst du nachher schon sehen. Hm, ich merke das schon. Ich habe eine arge Befürchtung. Was der Stück vor? Ja. Der rutscht hier so, die Kiste. Ich glaube, die Anhänger sind ihm zu schwer. Ja, da müssen wir uns demnächst für einen größeren umschauen, einen größeren Ja, Traktor. der Deutsche, der schafft das ja eigentlich, aber ich bin jetzt zu faul umzuheben. Ja, aber der Deutz hat eigentlich weniger PS wie der Steyr. Das verstehe ich auch nicht, warum das funktioniert. Na, zwar nur 14 PS oder 15 PS um, aber. Ja, man sagt ja Deutz, wie Bretter über Kreuz, fertig ist der Deutz, ne? Ist der Bauer so ein Schwul, fährt der Deutz auch. Ne, warte mal. Wie war das? Ach, da gibt's so viel von Deutz. Ich muss. Nächstes Mal gucke mir das nochmal an. Ich hatte so viele Sprüche, ich weiß gar nicht, wo ich das habe. Du hast Ich da kann. 5 Minuten lang in unserer WhatsApp-Gruppe nur Sprüche über Deutsch aufgesagt. Nee. Doch. Lanz, ein bisschen Blech, ein bisschen Lack, fertig ist der Lanz. Das hast du nicht gehabt, du hast nur ganz einen Haufen WhatsApp-Nachrichten da. Also nicht. Was ist denn? Warum haben zum Beispiel Fanfahrer immer Front- und Heckscheibe auf? Weiß ich nicht. Irgendwas muss er ziehen. Warum ist das Chantier grün? Weil er noch nicht reif ist. Hallo, sag mal, wer will von uns beiden hier John Deere fahren, mein Freund? Ich war, du warst nur wegen einem Bild für ein Chantier. Aber trotzdem, ich will FKC fahren, ne? Und ich will nicht ein Chantier fahren, weil wenn ich mir so anschaue, was da für ein Bild da ist und Ach, das Bild, hast das den Johnny schon ausprobiert? Nee, ne? nö, aber du hast gesagt, da ist ja ein schönes Bild drauf. Ah ja, das ist herrlich.
Also Leute, wenn wir den Johnny haben, das Bild müsst ihr einfach sehen. Na, ich glaube, wir werden unseren Standier wechseln. Wir werden auf dem anderen mit den blauen Lichtern wechseln. Nein. Doch. Ich lasse ihn mit Nein. dem nicht blicken, weil wenn das eine bestimmte Person sieht, habe ich Probleme. Ah, ach, bei mir stört das keinen. Ja, deine Freundin hängt vielleicht nicht so oft auf YouTube herum. Das hast du jetzt zu laut gesagt, glaube ich. Doch, tust du. Meine ja, aber zwar nicht auf solche Let's Plays-Dinger, aber sie schaut Sei froh. deine schon, oder wie? Nein, noch nicht, aber wenn ich erzähle, dass ich YouTube Let's Plays mache, ja, Oh hängt die ja. nachher auf meinem Kanal rum. Dann sieht die alles, was ich für Scheiße baue. Fahr zu schnell für dich. 10 Ich fahr jetzt. Ich war 13, 14 war halt. Ich bin jetzt auch der Meinung, wenn Gotti die Bahn fertig hat, dann tauschen wir mal, weil Gotti seine Zuschauer brauchen ja auch nicht immer sehen, dass er nur drischt. Ich mach so alles Mögliche, abfahren und hier schwaden. Aber wenn wir uns das leisten, also wenn die Anhänger weg sind und wir uns eine Ballentrosse leisten können, dann pressen wir die Ballen gleich mit weg, dann können wir ja auch wieder was raufschmeißen. Fahr mal, oh. Ach Mann, das wollte ich jetzt nicht. Ich würde jetzt was sagen, aber Du das wäre sagst wohl, wenn gemein. der Tag lang ist. Ich friss. Oh, lässt dein Drescher hier umher rutschen. Wie viel Prozent hast du? Ich hab vergessen nachschauen. 80, warte mal. 80 habe ich jetzt gerade dran, ne? Gut. Und ich drück gerade nicht einmal auf W. Bremsen. Ich weiß. Der fährt da ja voll selber weiter. Ja, weil die Anhänger zu schwer sind, die drücken von hinten. Ich glaube, wir werden uns gleich mal einen Steyr-CVT kaufen oder so. Der kostet 115.000. Das ist die Kasimir besser. Die Kasimir, die rutscht gar nicht. Die habe ich komplett ausprobiert mit Anhänger. Die macht keinen Mucks. Da kannst du ein bisschen rüberfahren nachher, weil, keine Ahnung. Ach, und ich fahr schon wieder in die Ernte. Ach, was soll das bloß mit dir werden, lieber Gotti? Ja. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollori, hollori, hollorum. Also wer es noch nicht gehört hat, unser lieber Gotti ist ein Ösi, ein Österreicher. Und was ich fragen wollte, was sagt die Zeit? 8 Minuten 43. Die 20 Sekunden können wir auch noch. Die Ja. Bahn schaffen wir noch hoch und dann machen wir. Er schafft es mit 7 km/h Berg hoch. Mit Vollgas? Ja. Jo, das läuft, ne? So, jetzt sind 9 Minuten, daher würde ich sagen, das war's. Bis zum Ja, bis nächsten zum Mal. nächsten Mal. Ciao. Ciao.